Ich war auch ziemlich enttäuscht von diesem ganzen Spiel. Wir haben von mir aus gesehen, defensiv geschüttet. Es war einfach mutlos, emotionslos. Wenn der Gegner pausenlos so angreift und wir einfach hinten bleiben und irgendwann passiert ein Fehler und dann ist Goal. Man hat doch nicht gesehen, was haben die überhaupt für eine Taktik. Stichwort Offensive. Nicht existent gesehen. Ein Lüftling gesehen. Ein Lüftling. Also phasenweise hat es ausgesehen wie ein Powerplay im Eis, okay. Super Pass in die Tiefe, der Dianko ist schon gestartet aus und innen. Bergström halt auch wieder einen Schritt Sport, weil eine Vorderaktion hier mal einmal schnell zögert. Und in der Mitte, das schneller gesehen wie unser Verteidiger Bum-Bum. Das war ein Einwegfußball gewesen. Wir haben auch zwei so grandiose Flügel, die das könnten. Nur die Pässe kommen dann aber nicht. Und es steht meistens keiner in der Mitte. IB hat etwa 70-80% den Ball in der ersten Hälfte. Das zweite Goal von IB, Gale, was siehst du da? Irgendeiner gewusst, den muss ich decken. Also ich kann mir es nicht anders vorstellen. Dann muss er einen saftigen Bus bekommen. In welcher Grössenordnung erwartest du so einen Bus? Stellung? 5? Ich würde auf halbe 5-stellig, natürlich. Okay. Ja, das ist es wieder. Genau. Also wenn jetzt nicht jeder weiss, um was es geht am Sonntag gegen St. Gallen. Die Mannschaft muss jetzt endlich Ding zeigen. Charakter. Mhm. Das geht nur mit Charakter.